Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan Exiles mit dem Heinrich und der Battle. Genau der. Und ja, ich wollte jetzt mal hier so eine kleine Mini-Palisade aufbauen. Hatte ich ja mal vor ein paar Runden einfach mal gebaut. Haben wir noch irgendwo Äste? Nee, ne? Irgendwo bestimmt. Irgendwo habe ich welche reingepackt. Hattest du den Brunnenbauer gelernt? Ja, ich glaube, ja, warte mal. Das sehe ich wo? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube, was mit Brunnen hatte ich, glaube ich, ja. Ich muss nur mal kurz gucken. Mahlstein hatte ich ja auch gehabt. Und unter Waffen wahrscheinlich eher weniger, da auch nicht. Und Brunnen brauchst du Level 25 für, um die zu lernen. Ja, da bin ich leider noch ein bisschen von entfernt, ja. Wie sieht's denn mit dem Bändiger? Bändiger habe ich gelernt, definitiv. Das ist irgendwie für Tiere. Genau. Oh, wo finde ich denn das wieder hier, Bändiger? Unter leibeigenen Fänger bei Überleben. Gut, aber dann weiß ich, dass ich den nicht lernen muss. Soll ich dann den Kistenmacher machen? Kistenmacher habe ich auch schon, große Truhe. Warum baue ich den nicht, verdammt? Das weiß ich nicht. Ich habe die große Truhe. Ich baue sie nicht. Oh, Heinrich. Ich habe sogar ein Geschirr... Man kann sogar einen Geschirrschrank bauen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber was ist denn die große Truhe? Ich will die jetzt bauen. Na gut. Dann kümmere ich mich so ein bisschen um Deko-Scheiß. Was meinst du? Dann kümmere ich mich etwas um Deko-Scheiß. Und warum ist hier oben immer noch kein Geländer? Geländer. Ich habe das schon, keine Ahnung, aber wie viele Folgen in Auftrag gegeben. Ich brauche Eisenverstärkung. Ich glaube, das haben wir noch nicht, oder? Das kann ich machen, ja. Dann, wenn du 5 Eisenverstärkung machst, kann ich eine bessere Truhe machen. 5. Dafür brauche ich... Wo willst du jetzt ein verficktes Geländer haben? Hier vorne, oder was? Wo? Na, obere Etage. Ach, hier. Ja, immer noch. Ach, das ist doch schnell gehackstückelt. Das ist ja... Ist ja. Ja, dafür, dass ich... Ich habe bei meinem Tempel das gemacht, so ein bisschen. Dafür, dass ich das so zigtausendmal angefragt habe. Ach, dann musst du mal genau sagen, wo das ist. Das habe ich dir bestimmt schon ein paar Mal gesagt. Nein. Liebe Zuschauer, habe ich das Heinrich schon gesagt? Ich wette schon. Nein. Unterstützt mich und schreibt nein. Das hat sie nicht einmal gesagt. So, Kroko! Und weil ich recht habe, mache ich Kroko platt. Kroko platt, aua. So, lieber Heinrich, was wollen wir denn heute machen? Meine Lebensenergieanzeige sagt nicht viel. Okay, dann arbeite ich an der Treppe zu meinem Tempel weiter. Und ich mache jetzt auf jeden Fall dein Geländer. Nicht, dass du wieder runterfällst, das wollen wir ja gar nicht. Wohl eigentlich genau, doch. Pflanztrog werde ich auch noch machen. Ich muss noch mal gucken, was ich brauche für Aloe Vera und so. Aloe Vera hattest du auch in einem Pflanztrog. Ja, aber dass ich auch mit dem Aloe Vera was machen kann. Ja. Heute im Conan Exile. Zickenkrieg. Entschuldigung. So. Ich habe das manchmal nicht so ganz hundertprozentig unter Kontrolle. Entschuldigt bitte. Ah, jetzt könnte ich glatt sagen, typisch Frau. Oh, Männer und Jungs können genauso ziehen. Ja, ja, glaub mal, da habe ich genügend Erfahrung mit. Da habe ich so viel Erfahrung mit. Keine Bange. Ah, da muss ich wahrscheinlich erstmal suchen irgendwie. Oh, ich habe aber keine Lust auf dich, Kroko. Na gut, wenn du unbedingt willst, dann zerhackstückel ich dich eben. Was hast du davon, Kroko?
Du wolltest es ja nicht anders. Vielleicht hätte ich... Ich nehme das Hackmesser mit, falls mich noch ein Koko angreift. Ach nee, ich mache erstmal meine Treppe. Also ihr habt die Wahl. Entweder ich spreche jeden Gedanken aus, den ich habe. Oder? Oder ich murmel vor mich hin und ihr wisst nicht, was ich gerade will. Nee, aber das Murmeln ist ja... Sollst ja mit uns kommunizieren, ne? Also... Sonst kann ich auch gleich alleine spielen. So. Also doch jeden Gedanken aussprechen, den ich habe. Ja, mein Gedanke zum Beispiel ist gerade, dass wir haben ja letzte Folge gesehen, dass dieser Kroko direkt unter der Mauer ist und das ist einfach scheiße. Jetzt muss ich Palisaden davor bauen, damit dieser dreckige Kack-Kroko nicht unter der Mauer ist. Weil wie sollen unsere Bogenschützen-Sklaven später denn da irgendwie den beschießen, ne? Wenn sie den natürlich nicht sehen. Scheiß Kroko. Jetzt muss ich haufenweise Spieße machen, dafür brauche ich Äxte. Äste. Und das dauert. So. Ich hoffe, du hast dran gedacht, hier deine Eisenaxt mitzunehmen mittlerweile. Die Eisenaxt, ja, theoretisch. Wo hast du sie mir denn, ups, hingelegt? Nein, meine Eisenbieke ist kaputt und ich habe kein Eisen dabei. In welcher der vielen Truhen ist denn meine Eisenaxt? In gar keiner, in der Schmiede. Ah. Oh, Eisenhackmesser. Gibt's auch ja. Schon. Eisenachs. Krieg ich meine ja. Alte mal rein. Ob ich die jeweils mal brauchen werde? Was hast du denn hier gemacht? Ohrringgussform. Diademgussform. Ja, ich hab mir Ohrringe. Eisenverstärkung. Du wolltest doch welche. Ja, brauche ich auch. Stirb. Jetzt brauche ich, glaube ich, Formholz oder sowas. Geformtes Holz. Ach, ist das schön, wenn man mittlerweile so weit ist, dass man keine Panik mehr von den Viechern hat. Das ist echt schön. Eingeformtes Holz fehlt mir. Das heißt, ich gehe nochmal eine Runde Holz hacken. So. Machen wir trotzdem erstmal an. Wir hacken nochmal Holz. Ich bauen müssen. Scheiße, Dreck. Die eine Truhe ist deine Truhe, wo du deine Ressourcen aufbewahrst, ja? Weil da noch so 400 Holz drin sind. Ich habe ehrlich gesagt nie wirklich nach meinen und deinen unterteilt, weil das sind bürgerliche Kategorien. Ja. Ach, ich gehe einfach Holz hacken. Passt das schon. Was wollte ich? Ach ja, ich wollte mein Dings hier reparieren. Ja, ich wollte hier mal hier diese Wasserkugeln auffüllen. Ach ja, das ist eine so tragbare... Ich habe ja Glaskugeln mit Wasser gemacht. Ich hatte aber also auch schon irgendwo mal Glaskugeln gefunden. Ich wusste bloß nicht, wofür man die benutzen kann und habe sie einfach irgendwo hingelegt. In irgendeine Truhe. Ja, also ich meine jetzt mit Wasser gefüllte Glasflasche und die kann man reinigen. Dann ist das Wasser besser. Damit kann man dann bestimmt auch wieder kochen oder so. Ja, oder vielleicht hält das länger an, dass du nicht so durstig bist. I don't know. Der Komposthaufen sieht ja echt lecker aus. Yum, yum, yum.
fliegen auch fliegen lang. Ich hab's gerade gehört. Lecker. Was wollte ich? Ich wollte das Hackmesser. Was ist das Hackmesser? Ah. Blute schon wieder. Hör auf zu bluten, dafür habe ich keine Zeit. Das Hackmesser. Hm, mit dem Hackmesser kriegst du auf jeden Fall easy peasy einen Krokodilkopf. Hm. Aber ich glaube, wir hatten schon einen, das ist jetzt nicht so. Ja, ich muss da mal an meinem Dekokodilms mal gucken. Präsentationsregale. Mach ich mal. Hm. Hornteppichknüpfer, Knochenschaber. Aha. Stuhlmacher. Okay. Kürbisrolle, Teppichknüpfer. Teppichklopfer? Knüpfer. Ach, Knüpfer. Ich kann auch Trommeln und Zelte machen. Ja, wenn du einen Tänzer hast, dann gibt es bestimmt auch jemanden, der dann trommeln kann. Ja, klar. Da bist du, dann gehe ich nach da. Ja, ich wollte jetzt mal so einen Haufen Holz sammeln und das einfach gleich daraus geformtes Holz machen. Das ist eine gute Idee. Weil das werden wir, glaube ich, jetzt in Zukunft ein bisschen häufiger brauchen. Ja. Irgendwie tut es mir immer leid, wenn ich hier so 20, 30 Bäume wegkacke. Mich dann immer umdrehe und sehe, oh, ich habe ja ganz schön viel weggehackt. So, ich zerstöre die Natur. Ich bin voll der böse Kapitalist. Ich rode hier den Regenwald. Für mehr Soja. So was, wir können Soja anpflanzen. Wir pflanzen hier gar nichts, alles noch schlimmer. Wohl pflanze ich an. Ich pflanze Aloe Vera. Ja, aber nicht da, wo ich die Bäume hacke. Ja, aber die wachsen hier sehr schnell nach. Ja, Gott sei Dank. Hier alternative Physik. Wachstums. Ja, alternatives Biogedöns. Alternative Ökologie. Ja, das hat mir gefehlt, das Wort. So. So forme dieses Holz. So, Pflanzenfasern kann man auch nie genügend haben. Wüstenbeeren, Buschsamen. Bam bam bam, muss ich das da vielleicht auch bauen? Da drin bauen? Da auch nicht. So, ich bin jetzt echt mal gespannt, wie viel Platz wir jetzt in dieser Truhe haben werden. Hm. Und ich muss erstmal überlegen, wo wir die Truhe hinbauen. Oh, sieht die fein aus. Soll ich die direkt neben die Schmiede bauen? Mach mal. Ich kann ja mal Schilder lernen, dann können wir mal vielleicht so ein bisschen die, ja, ich sag mal, sortieren. Dass wir mehr oder weniger so wissen, was für Zeug in welcher Truhe ist. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 5 Felder. Was haben die normalen? Da haben wir nur 4 mal 5 Felder. Also schon 2 Reihen mehr. Das ist doch schon mal was.
Also Wüstenbären haben wir echt eine ganze Menge. Ich muss nur noch rausfinden, wie man was aus denen rauskriegt. So, Was denn? Hier oben ist endlich ein Geländer. Ja, das Lustige war noch, wir hatten noch 3 Geländer quasi in der Kiste. Und das hätte schon fast gereicht. Aber mit dem Geländer gefällt es dir, ja? Ich habe hier sogar, weil nicht, dass es ja nochmal kommt, habe ich dir bei den Treppenabsatz da tiefer quasi auch noch ein Geländer gebaut. Nicht, dass du, wenn du hier die Tür aufmachst und dann so, ach, heute ist ein schöner Tag und dann einfach geradeaus runterläufst und dann so, ah, ins Feuer und dann brenne ich. Oh, ich kann Tür aus isoliertem Holz bauen, also bessere Holztüren. Hatten wir das schon, dass die irgendwie kaputt gegangen sind? Nö, aber es sieht dann vielleicht einfach etwas netter aus. Boah. So, erstmal stelle ich meine 2 neuen Pflanztruhe auf. Ach ja, ich habe ja noch so diesen Bezwinger. Was war das denn im Gebäude? Das war, glaube ich, in dem Gebäude. So, horizontaler Aufzug. Haben wir hier denn noch irgendwelche Samen? Futterkrippe. Orange. Ach du Scheiße, das ist ein Tierpferd. Was wollen wir mit Tieren? Keine Ahnung, vielleicht kann man drauf reiten oder so. Boah, das heißt wieder viel Holz und Stein. Ich baue das einfach mal. Die Frage ist nur, weil das sieht ein bisschen größer aus. Wo wollen wir das denn hinbauen? Hier in unserem Vorplatz irgendwie? Wenn da Platz ist. Wenn nicht, müssen wir die Steine hier irgendwie auf einer Ebene hinkriegen, damit wir hier mehr Platz kriegen. Hm. Das heißt erstmal viel Hacke, Hacke, Peter. Aber nächste Folge muss ich wieder was schlachten, also. Ich finde, das ist ein guter Rhythmus. Eine Folge töten, eine Folge bauen. Eine Folge töten, eine Folge bauen. Ich finde, das ist wirklich ein guter Rhythmus. So wird es nie langweilig. Bloß später das Erkunden der Map, das wird ein bisschen länger dauern. Ja, und ich fände es schön, wenn sie es echt hier wie bei 7 Days hätten, wenn du so ein Ding anwählst, wenn du dann auf Rezepte gehen könntest. So, das und das kannst du daraus machen oder so. Das fände ich echt schön. Ich merke auch schon so die Rezepte, was man bauen kann. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Du hast zwar irgendwie so 2, 3 Dinger, die kannst du so filtern. 5 hast du, aber wird ja nicht weniger. Nee, deswegen ist es halt mega unübersichtlich. Und das ist das, was ich wirklich schade finde. Naja, da gewöhnen wir uns schon dran. Oh, falsches Hackemesser. Das ist richtig Hackemesser. Boah, ich glaube, ich muss irgendwie was hochskillen, damit er mehr tragen kann. Das geht mir so auf den Sack hier, der Junge. Konnte ich ja was machen. Echsengift, alchemistische Grundsubstanz, Stahlfeuer. Was ist denn Stahlfeuer? Das brauchst du wahrscheinlich, um Stahl herzustellen. So, dann bringen wir das mal zurück. Und im Hintergrund ist ein verfickter Kroko gespawnt. Mmh.
Coco, fang mich. Edgy Badge Coco. Ah, Aloe-Extrakt, da haben wir ihn. Hast du gefunden? Ja, ein Feuerschalenkessel. Das ist aber nicht das Ding, was wir draußen haben, oder? Hä? Nein, ein Feuerschalenkessel ist neben der Feuerstelle. Ah, ich brauche ganz viel Holz, sehe ich gerade. Das heißt, da bräuchte ich definitiv mehr Pflanztröge mit Aloe. Ich brauche mehr Knochenmehl. Das heißt, du brauchst Knochen? Oder Hörner oder Zähne. Das heißt, am besten Kokos jagen. Genau, also bei Horn und Zähnen kriege ich... What? Der will 250 Eisen verstärken für das nächste Tempel. Oh, hier ist ja noch ganz viel Aloe. Hier sind noch ganz viele Aloe-Blätter. Ja, haben wir wahrscheinlich immer irgendwo reingepfeffert, ne? Ja. Und Gelblotustrank. Holz. Aloe-Extrakt. Verbrauchsobjekt. Was macht der? Steht nur Verbrauchsobjekt. Heilt. Okay. Aloe-Extrakt heilt. Und wie gut heilt's? Heilt es besser als diese komischen Würmchen? Ja, also ich habe jetzt etwa ungefähr ein Drittel. Ungefähr ein Drittel hat das geheilt. Ah, zwischendurch muss ich mal einen Kaffee trinken hier. Lecker, lecker Kaffee. Schön schwarzer Kaffee, Junge. Ah, hier habe ich ja noch Knochenmehl. Hier, Steine machen wir auch noch. Irgendwie kriege ich das noch hin mit dem Salz. Ah, Pflanzen. Ich habe keine Pflanze. Schade. Uiuiui, es gibt 10 Kapitel bei dieser Reise da oben. Okay. Müsste ich theoretisch noch Fisch fangen, Objekte färben? Ich muss eine Kugel werfen, ich muss auch noch einen Feind auf das Rad der Schmerzen binden und ein außergewöhnliches oder makelloses Objekt anfertigen. Ich glaube, du bist weiter als ich. Wie fange ich den Fisch, indem ich so einen Bottich gehe und sage, öh, Fisch fangen? Nimm den Fisch. Da ist ein Schalentier. Also Schalentierfalle? Das ist eine Fischfalle, ja. Oh, ein Fisch. Und ich hab... Ah, das ist gar nicht doof, wenn man das, glaube ich, macht, weil ich bin deswegen gerade aufgestiegen. Das heißt, das sollte man doch vielleicht nachverfolgen. Den Fisch bringe ich mal gleich ins Lagerfeuerchen, oder? Das kann ich später machen. Ah, hier kann ich alles wirklich machen. Ein bequemer Stuhl. Hopfen. Dekorativer Pflanzstuhl. Fischis im Wasser. Ach, einfaches Waffenregal. Leuchten für die Hände. Seide. Ein Fischtrophäe. Okay. Hyänenkopftrophäe. Willst du jetzt Trophäen basteln? Jetzt brauchen wir dafür geformtes Holz.
Viertes Holz. Hm. Hey, du flinker Pisser. Auf mich anzufassen. Ein runder ist typischer Küpptisch. Das finde ich nett. Und haben wir einen typischen Stuhl, damit das auch optisch dazu passt. Ich habe eine gekritzelte Notiz gefunden. Oh, es ist viel Text. Soll ich das vorlesen? Mach mal. Was ist Stärke? Ich stelle mir diese Frage immer häufiger, während die Tage ins Land ziehen. Ich sah starke Männer sterben, weil sie kämpften. Wenn sie hätten fliehen sollen. Ich sah jene, die in den Augen der Menschen als schwach galten, ihre Nahrung mit anderen teilten, wodurch sie Dankbarkeit und Schutz ernteten. Einst war ich ein Schmied und galt als stärkster Mann in meinem Dorf. Doch dann verkaufte ich dem falschen Mann ein Schwert und endete hier. Und nun, da ich hier bin, erkenne ich, dass die Dinge, die ich zu tun vermag, die Esse zu schüren, um darin Waffen und Werkzeuge zu schmieden, dass diese Dinge von großem Wert sind. Wissen bedeutet Stärke. Das ist die Selektion. Ja, und was sagt mir das jetzt einfach? Ich habe keine Ahnung. Eine Tonika, die können wir ablegen. Die braucht kein Mensch mehr. Ups, falsche Waffe. Bäumchen, hack dich. Hast du denn nachher noch so ein Ambrosia zu Hause oder irgendwas, das mich heilen kann? Ja, ja. Weil irgendwie reicht es nicht mehr, Steaks zu futtern oder so. Das ist irgendwie, bringt nicht mehr so viel. Nee, wir haben Ambrosia, wir haben, Dings, wie heißt es gleich? Wir haben Aloe-Extrakt. Weil es ist bei mir so leicht rötlich am Bildschirm und auf der Dauer geht mir das einfach auf den Sack. Hm. Nö, wir haben was zur Heilung da. Wir haben Ambrosia und da und wir haben Aloe-Extraktor. Wenn du den nächsten Bottich aufstellst, dann lass mich mal Samen pflanzen. Das habe ich hier als Mission. Ich habe schon Samen gepflanzt. Ja, wenn du den nächsten Bottich aufstellst oder so, wenn du wieder Platz hast zum Samen pflanzen. Ach so, du brauchst, okay. Das gleiche gilt, wenn wir wieder einen Feind aufs Rad der Schmerzen. Hm, das machst du und ich muss noch ein Objekt einfärben, aber fehlt mir Färbemittel. Ach, ich werfe mal eine Glaskugel, also eine Wasserkugel. Ach, die arme Glaskugel. Und? Was Tolles passiert, ich glaube nicht, ne? Vielleicht gibst du was später mit geweihtem Wasser quasi, das du gegen Untote einsetzen kannst. Ah, 400, leck mich doch am Sack. Was war das gerade? Ja, ich habe geguckt, wie viel Holz ich noch brauche. Dachte, ich hätte jetzt genug und habe festgestellt, nein, ich habe nicht genug. Hm. Ach, und ich habe gerade wieder die E-Taste gedrückt, wenn ich es nicht drücken sollte. Ist denn das toll? Ah, da Ambrosia. Hm. Ja, und hier das, der Aloe-Extrakt ist hier im Feuerscheinkessel. Ne, ich habe jetzt was genommen, das heilt gerade hoch. Ich sehe gerade, ich habe warum auch immer auf einmal zwei Hackmesser aus Eisen. Ja, meins ist irgendwie weg. Das hatte ich irgendwo abgelegt. Dann habe ich mir das warum auch immer geschnappt. Ich habe es wieder in die Schmiede gepackt. Dann hast du jetzt auch, danke, ein Hackmesser. Ja, und die Notiz packe ich mal beiseite. Vielleicht brauchen wir die noch oder keine Ahnung.
Wieso geht das Feuer immer aus? Warte mal. Kein Holz? Nee. Warte mal, mit Wasser gefüllte Glasflasche. Irgendwo kann ich das doch reinigen. Kann ich das hier reinigen? Wasserkugel. Irgendwie kann ich doch das... Also da sind zwei Wasserkugeln auf jeden Fall im Lagerfeuer. Okay. Genau. So. Schönen Sonnenaufgang. Ach ja, wenn du das nächste Mal reinkommst, schau mal über unsere Haustür. Nee, da ist nichts. Nee, drin. Oh, Krokokopf. Du musst da einmal so komplett alle Köpfe machen, die wir haben. Ich gucke gerade, was wir sonst noch so für Köpfe haben. Schieferrücken, Kugel. Aber warum ist denn mein Ambrosia da drin gelandet? Wo, in dem Ofen? In der Werkbank. Den habe ich da nicht hingepackt. Ich hab einen aus der... Ja, meiner ist da. Ich ist da irgendwie von mir da drin gelandet. Frag mich bitte nicht, wie. Das ist so, kaputt. Weg. Kopf. Jener. Kudu. Herstellen. Und Schieferrücken. Ach, da brauche ich normales Holz für. Und dann gehe ich jetzt mal Fasern, Pflanzen, Geduld sammeln. Macht unser kleiner Sklave hier. Oh, der ist fertig. Der ist schon fertig? Der ist fertig. Der ging aber schnell. Ach nee, der ist noch nicht fertig. Wollte ich schon sagen. Weil hier niemand auf Play gedrückt hat. Ah, verdammt. Gut, dass er nicht verhungert ist oder so. Und schon fängt er an rumzujammern. das habe ich vermisst, das Jammern, genau. Wie kann ich denn was färben? Da brauchst du Färbemittel. Ich habe gerade was gefunden, dass ich Färbemittel habe, ja, aber... Ja, dann gehst du auf das Ding und dann kannst du auf Einfärben gehen. Ah, Tamea. Dann färb doch. Nicht da hingucken. Gelbe kleiden. So. Gut, dann habe ich schnell irgendwas gefärbt.
Obwohl mir das eigentlich komplett Wumpe ist. Mir nicht. Mach sowas gerne. Oh, da sind Bauteile drin. Das heißt, da können wir das hier rausnehmen. Dann können wir das da reinpacken. Dann haben wir fast schon mal ein Schränkchen, wo ein bisschen Bauteile drin sind. Können ja auch vielleicht so ein bisschen gucken, dass wir nach und nach die einfachen Truhen durch die großen Truhen ersetzen. Ja, ja. Das ist eine hervorragende. So, komm her, du Hyäne. Dich töte ich. Stirb, Hyäne. Ich will deinen Kopf. Also, jetzt übertreibt ihr mir hier aber ein bisschen, ne? Scheißviecher. Jetzt kommt mein Hackmesser. Wie, nur Wildfleisch? Willst du mich verarschen? Oh, fuck. Dieses Tiergatter-Ding, das ist, ja? Das ist, monströs. Das ist, ja... Groß? Groß ist kein Ausdruck. Das sind unsere Tempel gegen Kinderkacke. Oh, oh, das müssen wir irgendwie unten hinstellen. Aber wenn wir unten so am See das zu bauen, vielleicht werden wir so ein bisschen die Krokodile los. Ja, bloß wie wollen wir das jetzt bauen? Das müssen wir überlegen. Wollen wir die Seite voll bauen, die quasi bei uns ist, quasi? Oder? Das würde ich sagen, ja. Oh, die Folge ist ja schon fast zu Ende. Oder eigentlich lang genug. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt mal. Okay. Wo wollen wir denn morgen hin? Ich will erstmal gucken, wie ich das Ding baue, aufstelle. Okay. Und wenn ich das los bin, können wir. Ja. Können wir uns noch überlegen, morgen überlegen, was wir da machen. Oder nächstes Mal überlegen. So, ja, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar. Ein Abo wäre auch ganz dufte. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.